Mein Name ist Stefan Weil, ich bin Geschäftsführer Kreation bei Atelier Markgraf, ein Büro für Kommunikation im Raum hier in Frankfurt. Und Christoph Bertsch, der quasi Kurator der Konferenz, fragte mich, ob ich nicht eine Quote zu dem Thema ja, Plakativität, Kraft von Typografie etc. abgeben kann. Und dafür bin ich hier. Für mich war er auch sehr vage und ich war dann Fürwahr in China und da ist mir so ein, naja, es kommt doch gleich nochmal in dem Vortrag, dass ja ein Nichtwort auch ein Zeichen ist, was einerseits Wort, andererseits Bild sein kann. Also quasi die, wenn es sich von dem Wort, von dem reinen Wort emanzipiert, so könnte man es zumindest deuten. Was genau Nichtwort heißt, weiß ich bis heute nicht. Aber ich habe das jetzt mal für mich so interpretiert, und so war es eben auch in der Lecture von Markus, dass quasi es um Worte geht, die sich auflösen und vielleicht Bilder werden. Und dann ist es vielleicht ein Nichtwort. Na, soweit ich weiß, ist es ja überhaupt die erste HFG-Konferenz. Und ich finde generell natürlich Sprache und die Bedeutsamkeit von Sprache auch im Zeitalter des Digitalen enorm wichtig. Also quasi die Auseinandersetzung und diese verschiedenen Perspektiven von Sprache finde ich schon sehr gut. Auch, dass das im Haus des Buches stattfindet und ja, es kommt ja auch hier und da wieder eine Renaissance. Ich habe gerade gestern war ich auf einer anderen Konferenz in München, da war schon die These da, dass quasi das Telefonat wieder an Bedeutung gewinnt, weil zeitweise war das Telefonat durch WhatsApp, Posten, SMS und sonst was eher weg. Und jetzt wollen die Leute wieder miteinander sprechen. Also insofern, Sprache ist gut. Also ich versuche gerade Chinesisch mir beizubringen und merke, das ist, eigentlich ist die Sprache gar nicht so schwer, aber es ist doch ein ambitioniertes Ziel. Also allein, weil man jetzt quasi die Folge, wie man diese Zeichen malt, man ist halt anders sozialisiert durch die romanische Sprache. Und das, glaube ich, kostet viel Zeit, überhaupt so zu denken, dass dann auch die Hände gemäß der neuen Denke so agieren. Aber das wäre jetzt so eine Sprache, wo ich mir sage, ich glaube, wir leben auch in einer Zeit, wo Europa und China einfach mehr zusammenrücken muss. Vielleicht auch als Gegenmodell zu anderen Faktoren der westlichen Welt. Glaube, Fehler in der Aussprache, das hat vielleicht auch mit Authentizität zu tun. Und aufgrund der fortschreitenden Artificial Intelligence macht es vielleicht den Mensch noch ein bisschen einzigartiger, wenn er auch Fehler macht. Oder wenn er vielleicht auch eine eigenartige Sprache spricht. Man hört es ja auch bei mir, die ist eindeutig aus dem Frankfurter Raum geprägt. Und ich finde das aber gut. Also, und ich glaube, Fehler generell ist ja dieses Verholpern. Ich finde es immer wieder ganz interessant, das habe ich jetzt auch in China gemerkt, wenn zwei quasi, wenn ich mit Chinesen Englisch rede, ist es vollkommen okay. Wenn man Chinesisch, ach Quatsch, wenn man Englisch in Amerika redet, wird mir oftmals total korrigiert, weil die wollen unbedingt, dass das super korrekt. Und darum geht es ja gar nicht. Also quasi Sprache sollte ja auch, es ist ja nicht nur ein Senden, sondern ich finde es auch blöd, wenn man jetzt Leute dumm korrigiert, die jetzt gerade Deutsch lernen. Ich finde, es gehört so ein bisschen dazu als Native, dass man auch wohlwollend Leute unterstützt und Fehler zulässt von Leuten, die gerade eine Sprache lernen. Ich glaube, das ist so die erste Hürde der Toleranz. Also ich muss sagen, diese ganze Rechtschreibreform etc., ich habe die jetzt nie so auswendig gelernt. Natürlich, man ist für alles bereit, man ist ja quasi, man lernt ja auch das ganze Leben und täglich geht es weiter und der Horizont erweitert sich global und vielleicht auch in der deutschen Sprache. Also ich bin jetzt keinesfalls abgeneigt. Aber ich glaube, es ist schwer, wenn man
einfach diese Gewohnheit abzustreifen. Jetzt beispielsweise Dialekt ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, weil ich hatte zeitweise mal, wie ich so quasi anfing mit Beruf und Karriere und Geschäftsführer und sonst was, quasi meine Authentizität in der Sprache abgelegt. So quasi, naja, konformes Corporate-Hochdeutsch gesprochen. Und mittlerweile habe ich quasi das vielleicht, braucht es mich nicht mehr. Also, ich brauche jetzt auch nicht unbedingt einen Anzug anzuziehen, um irgendwo hinzugehen. Genauso muss man jetzt quasi nicht so tun, wie als wenn man im hohen Norden geboren und würde Hochdeutsch reden. Ich glaube, beides findet ja auch Handschrift. Handschrift ist ganz, ganz wichtig. Also, ich glaube auch, als Vater von drei Kindern beobachtet man das auch, aber quasi so dieses eigene, eine Handschrift, also sowohl in der direkten Bedeutsamkeit, als auch dann später für alles, was einem selbst ausmacht, ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, Schrift, Sprache, geschrieben, ist einfach eine wahnsinnig tolle Ausdrucksmöglichkeit. Also, wir haben nur mal kurz kleiner Exkurs. Der Klassenlehrer von unserem jüngsten Sohn, der ist in der zweiten Klasse, da gab es eine Policy, dass man nur noch gedruckte Texte ins Foyer hängt von den Kindern. Und das ist ja absurd. Ich meine, wenn was Kinder ausmacht, ist es auch die Entdeckung der Sprache. Ach, die Haarsträuben, na, das mir missfällt auch eine Klassifizierung von irgendwas, was gerade in unserer heute sehr sensiblen Zeit mit, da möchte ich ungern eine Sprache so diffamieren, dass es sich bei mir sträubt. Ich finde Sprache eigentlich super. Zeitweise war es Französisch, aber pst. Ich glaube, es ist schon so ein bisschen so dieses Öffnen der Hände, also wenn man jetzt irgendwelche Vorträge macht. Das ist, glaube ich, oftmals so das da. Will ich jetzt mal so sagen wollen. Ein Smiley, der quasi ein Augenzwinkern macht. Aber auch, man muss natürlich jetzt alles quasi nicht so bedeutungsschwanger, aber ich war jahrelang Leser vom ID Magazine und das ID Magazine hatte als Titel immer alle, ob das jetzt Kate Moss war oder Jay-Z oder Keith Richards, haben quasi diesen Wink gemacht mit dem Auge. Und das prägt einfach und ich finde es einfach so, ich finde es eigentlich auch eine ganz schöne Geste, weil es immer so ein bisschen, es ist nicht nur einfach dumm grinst. Es ist aber auch nicht irgendein anderer Gefühlszustand, sondern es ist einfach so, give us a wink. Es macht so ein bisschen so und gecheckt. Also es underlined einfach jede Art von Botschaft auf eine angenehme Art und Weise als Abbinder.